Wir können teilweise nichts veranstalten als Veranstalter, wenn es keinen Veranstalter gibt, weil es rechtlich nicht gedeckt ist. Würde ich jetzt aufrufen, da und da treffen wir uns, dann haben wir einfach ein Problem, weil dann übernehme ich eine Verantwortung für eine Veranstaltung, die ich gar nicht angemeldet habe. Das funktioniert nicht. Das heißt, für jeden Schaden, der da wahrscheinlich entsteht, muss ich irgendwie dafür aufkommen. Gleichzeitig soll es aber einen zweiten Treffpunkt geben, so wurde mir gesagt, wo sich einige Leute, unter anderem der Hannes Brecher, auch beim Hauptbahnhof einfinden sollen. Beim Hauptbahnhof. Das heißt, es schaut so aus, dass die Menschen statt zum Heldenplatz zum Hauptbahnhof gehen werden. Wie gesagt, beginnt tut das um 14 Uhr hier in Wien, Schweizer Garten. Also bitte kommt dann da vorbei. Und wir sehen uns ein bisschen später. Ja? Oder ihr fahrt einfach her, das ist noch gescheiter. Schaut es nicht zu, kommt her, macht's mit. Ist der gescheitere Weg. Wie gesagt, 14 Uhr. Aber zum Beispiel die Demo am 16.01. ist durch meine millionenfach angeschauten Facebook-Videos entstanden. Die Demos am 31.01. und so weiter auch. Und viele andere Demos danach habe ich genauso, ob mit Medien, normalen Medien, über einen Fellner oder über andere, ja, ausgerufen und das hat funktioniert. Würde ich jetzt aufrufen, da und da treffen wir uns, dann haben wir einfach ein Problem, weil dann übernehme ich eine Verantwortung für eine Veranstaltung, die ich gar nicht angemeldet habe. Das funktioniert nicht. Das heißt, für jeden Schaden, der da wahrscheinlich entsteht, muss ich irgendwie dafür aufkommen. Ich bekomme immer mehr Meldungen, dass Leute eben gewaltbereit werden. Ich habe Videos gesehen, wo die Menschen auch oder die Leute dann auch auf die Polizisten eingetreten haben. Das ist nicht mehr toll. Ich bekomme Meldungen, warum nicht Pfefferspray gegen Polizisten sprühen, finde ich total schlimm. Das gehört zu zur Kategorie Waffen und alles, was irgendwie Veranstaltungen, Großdemos sind, wäre das verboten und würde ich euch nicht raten mitzunehmen. Und wie der Tag verläuft, liegt alleine in den Händen jener Menschen, die gewaltbereit versuchen zu eskalieren. Nein, 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 oh Scheiße. Oh je, oh je. Wir gehen andere Wege, den friedlichen Weg. Bis heute, ja. Boah. Das, was wir machen, ist fundamentaler Widerstand. Friedlicher, ja, und innerhalb des Gesetzes. Weil wir so friedlich sind, weil wir uns nicht reizen lassen. Friedliche Veränderung. Das heißt, für jeden Schaden, der da wahrscheinlich entsteht, muss ich irgendwie dafür aufkommen.
Was sagst du? Mei, wenn du es nur mal sagst, was der da habe ich dich, Walter Berge. Dann klage ich dich noch mit, gell? Das ist der Rechtsanwalt, der sagt, das war mein Werk. Das nächste Mal. Ja, du Wichser, du warte mal. So. Das ist der Rechtsanwalt, irgendwie Wichser hoch 3. So. Weißt du? Irgendwer so. Hat sein Handy verloren neben dir. Okay. Also wenn ein Rechtsanwalt Leute darauf hinweist, dass was stürmen, dann muss ich mich auch mal dann vogeln. Liebe Leute, machen wir Kesselparty! Jetzt auf zum Schmeißen! Machen wir Kesselparty, wir haben was zum Trinken mit! Wir haben was zum Essen mit! Da haben wir Kesselparty machen! Ich sitze jetzt hier und werde was trinken, ich sag's euch! Ciao! Pfefferspray oder sonstiges zu verwenden, vor allem gegen Familien, das ist eine Sauerei, da muss sich auch jeder Polizist überlegen, ob das sein Job ist und ob das die Verfassung, auf die er vereidigt wurde, ist, die das hergibt, dass auf friedliche Demonstranten hier so eingegangen wird. Wir sind direkt in der ersten Reihe, die ersten schlagen schon gegen die Gitter. Jetzt wird an den Gittern gezerrt, Achtung, jetzt wird versucht durchzubrechen. Wir sind live. Friedliche Demonstranten. Jetzt haben wir Pfefferspray abbekommen. Jetzt wird es wirklich, hier eskaliert die Situation. Hier eskaliert die Eskalation. Durch friedliche, sinnvolle Proteste. Wir weggetragen jetzt hier. Da wird so versucht anzureißen. Es ist der absolute Wahnsinn, was sich hier tut. Nun, sie schlagen auf die Demonstranten ein, weil die natürlich versuchen, hier auf die Leute. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich sehe kaum was. Ich habe auch Pfefferspray abbekommen, natürlich. Wir bleiben aber hier und schauen, wie es hier weitergeht. Jetzt hat die Polizei die Lage wieder unter Kontrolle. Jetzt sind einige Feuerwerkskörper geflogen. Die ersten Verhaftungen hier im Hintergrund. Kleinen Moment bitte, mich brennen etwas die Augen. Aber Gott sei Dank wenig in den Atemwegen. Da hinten kommt die nächste Polizei. Das ist die größte friedliche Widerstandsbewegung, die Österreich jemals hatte. Jetzt geht's weiter. Im Anschlag das Pfefferspray. Nun fliegen die ersten Bierdosen. Es geht hier massiv weiter. Eine Stiegelbierdose flog schon. Die Polizisten haben jetzt die Pfeffersprays im Anschlag. Und die nächste Mineralwasserflasche kommt aus der Menge. Dann die erste Welle ist vorüber. Da hinten werden die ersten Menschen gegen dieses Pfefferspray behandelt. Man sieht es. Friedliche, sinnvolle Proteste. Ja? Das ist ein ziemlicher Schwachsinn. Ja. Also wenn wir da jetzt mit Ding weiterkommen, oder?
mit Gewalt und Dingen. Alles klar? Immer. Und wir wollen eine friedliche Veränderung. Wir wollen eine friedliche Veränderung. Und das lassen wir uns von niemandem schlecht reden, egal wie er heißt und egal wie viel Geld er dafür bezahlt bekommt. Wir wollen eine friedliche Veränderung. Friedliche Demonstranten. Durch friedliche, sinnvolle Proteste. Brav! Sehr gut setzen! Du wolltest Gewalt sagen, wenn es gut ist in dir! Ohne Gewalt jetzt! Ich leite es an! Keine Gewalt gegen die Polizei! Kurva der Ukulane! Zur Kurva Sabine! Keine Gewalt gegen die Polizei! Was? Lass die Polizei! Üb mal da lang, jetzt einfach. Das ist ja auch gesperrt. Ja, ja. Ob der Martin schon verhaftet ist, ich weiß es nicht, ich habe ihn heute noch einmal kurz gesehen. Ich hoffe, die Zusammenfassung in diesem Zusammenhang war ein bisschen sinnvoll.